Oh, was höre ich denn da? Wow, die Karotten kommen. Du meine Güte. Juhu. Oh, Eichhörnchen, schau mal. Die Karotten sind da. Ja, du bist so süß. Ach, herrlich. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, hier zu Disney Dreamlight Valley. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid. Wir werden heute eine riesen Karottenernte einholen. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe hier 800 Karotten gepflanzt. Und die sind jetzt alle erblüht. Wie schön. Oh, herrlich. Das sollte uns genügend Geld bringen, um das Chez Remy abzudaten. Und vielleicht Onkel Dagoberts Laden. Und vielleicht, was wir sonst noch so finden. Ja, ich würde sagen, wir machen hier erstmal den Weg frei. Überall hat es Nachtdornen. Das sieht ja aus, du meine Güte. So. Ein bisschen aufheben. Dann brauchen wir für Mickey Maus und für Onkel Dagobert Blumen, soweit ich weiß. Ich laufe mir überall. Ne? So ein bisschen was hier. Ernten, aufheben. So. Lalalala. Oh, Inventar voll. Alles klar. Und vielleicht bauen wir erstmal eine Kiste oder zwei, dass wir das alles unterkriegen. So. Schauen wir nochmal, hier ist so eine allgemeine Kiste, die ich jetzt schon habe. Oh, ein Kleidungsbeutel, beziehungsweise zwei haben wir sogar. Das ist doch super. So, den ganzen Karottensamen tue ich mal hier rein. So, und natürlich auch in die Samenkiste. So, da habe ich sogar noch schon einen Maissamen. Wow, ein Maissamen. Da bin ich echt stolz drauf. Toll. Was soll ich machen? Achso, ja. Erstmal aufheben. Vielleicht hier in der Baumschule schon mal das Weichholz gesammelt. Ja. Du meine Güte. Ja, ich wusste es wieder, ne? Gerade hier. Oh, wie gemein. Nein, 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 nein. Schneller, 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 schneller. Du meine Güte. So. Ja, 252 hat sich ja wieder gelohnt. Super. Wir machen erstmal Ordnung, ne? Bevor wir irgendwas anderes machen, erstmal Ordnung geschaffen. Na, komm schon. So. Oh, ist das gemein hier, der Zaun. Lalalala. Drumherum. So. Ah, hab ich dich. Okay, Baumschule. Ja, ich will gestreichelt werden. Ach, schön. Das Eichhörnchen ist so süß. So, die Äpfel habe ich schon abgeerntet. Jetzt nochmal die Himbeeren. Oh, ist das gemein. Gemein, 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 gemein. Gemein, nein, 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 nein. Komm schon. Oh. Nicht mit mir, nicht mit mir. Ich habe dich erwischt. So. Banane. Na? Wow. Und die untere Wiese müssen wir natürlich auch noch machen. Das sieht aus nach, lass mich raten, König der Löwen, würde ich sagen. Ja! Oh, die Macht ist stark bei ihm. Sehr stark. Martin Skywalker. So. So, hier leuchtet noch was. Ah! Die Macht hat nie verlassen. So. Kann ja auch sein. So. Ernten, ernten, ernten. Jawohl. So, für die große Ernte nachher hole ich mir natürlich Mickey Maus dazu. So. Aber hier für das Freimachen, das ist schon okay. Können wir eigentlich auch mit Onkel Dagobert machen, aber ja, weiß ich nicht. Lohnt sich das? Sollen wir den holen? Oh, komm. Da, 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 da. Hallo Goofy! Wow, das Tal sieht großartig aus! Und da ist Mickey Maus schon. Ich würde sagen, wir laufen erstmal ein bisschen mit Dagobert rum, ne? Onkel Dagobert! Der ist bestimmt in seinem Laden verkauft. Kundschaft! Hey, hallo!
Warte mal. Einen schönen Tag noch. Hey, hallo. Lass uns abhängen. Mhm. Ei, aber ich kann meinem Laden nicht lange fernbleiben. Kein Problem. Du bist noch vor der Bilanz zurück. Ne? Auf jeden Fall. So. Noch vor der Abrechnung wirst du wieder im Laden sein, verspreche ich dir. So. Danke. So, erstmal hier die Wege freigemacht. Oh, da war schon eine Karotte, die wollte unbedingt zu mir. So, wow. So, hier noch ein Blümchen. Da noch ein bisschen Oregano. Oh, da hinten. Jede Menge Nachtdornen. Schon wieder. Ich kann es einfach nicht sein lassen. Ich kann einfach die Finger nicht von den Karotten lassen. Ich muss die einfach rausreißen. Aber ehrlich. So. Ist das denn hier Stein? Wo kommt ihr denn her? Mein schöner Weg. So. Aber er wächst nach. Das ist schön. So, was haben wir hier noch? Außer Karotten. Ich will noch ein bisschen Stein abbauen. So. Das müsste ich eigentlich mit Merlin machen, ne? Ist ganz klar. Ich glaube, für Onkel Dagobert machen wir jetzt erstmal hier nur Blumen und so weiter. So. Das sieht aber ganz gut aus. Hier oben scheint alles fertig zu sein. Hier sind noch Blumen. So. Und vor allen Dingen möchte ich natürlich auch die Randbereiche fertig haben, dass da nichts im Weg steht. Wenn wir die ganzen Bonuskarotten bekommen, dann werfen die sich hier immer auf das freie Gebiet. Naja, gut. Komm, Onkel Dagobert, wir gucken mal unten auf die Wiese. Herrlich. Oh, gar nicht so schlimm. Ja. Hier ein bisschen Stein. Goofys Laden ist auch super geworden. So. Und hier Stein. Eine Kiste. Ah, 269. Cool. So, hier liegt auch noch was. Ah. Okay. Ja, ich baue ein bisschen Stein ab, weil ich brauche das für die Kiste. Ne? Merlin wird es mir verzeihen. So, dass ich das mal ohne ihn mache. So, der Strand. Ah, der Strand ist hier auch frei. Cool. Aha, hier kommt man also auf diese Seite. Oh, Hilfe. Dieser gruselige Stein wieder. Und ich habe mich gewundert, warum ich da hinten nicht über die Brücke komme. Aha. Hier ist auch diese Höhle, glaube ich, ne? Ach, guck an. Aha, aha. Ja, super. Du meine Güte. Was für eine coole Höhle. Sie sieht aus wie ein Totenschädel. Die Totenschädelhöhle. Oh, 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 oh. Komm ich da rüber? Oh, Junge, Junge, Junge. Oh, weia. Ist das gruselig. Ach. Und hier ist auch wieder so ein Stein. Was ist das? Das war mal ein Floß, glaube ich. Super, okay, also es gibt jede Menge zu entdecken. Inventar ist voll. Ach, hör doch auf. Okay, gut. Was ist das hier? Goofys Laden Nummer 2. Wow. Wenn du dabei hilfst, den Verkaufsstand in diesem Teil des Tals aufzubauen, ersparst du dir die weite Anreise. Außerdem könntest du mehr Geschäfte mit mehr Produkten abschließen. Ja, ich würde den Verkaufsstand auch gerne aufbauen. Das haut mich um. Sieh nur, was es hier alles zu kaufen gibt. Wow. Der Strandkiosk. Ich glaube, den verbessere ich komplett, ne, oder? Ah. Die Verbesserung dieses Verkaufsstands wäre eine gute Investition. Goofy könnte mehr Produkte kaufen und verkaufen, sodass du mehr Verbesserungen im Tal vornehmen könntest. Ja, für 2000, komm, machen wir. Ha,
die denn das an? Was für eine Auswahl an Gegenständen zum Kaufen. Wow, Apfelsamen gibt's auch? Was? Hör auf. Das ist ja cool. Die Verbesserung, die ist... Ja, ich weiß. Ich verbessere die nochmal. Sieh dir das an! Wow, da, Maissamen! Ich flipp aus. Wie cool! Okay, aber was ist denn das hier? Das kenne ich doch gar nicht. Hey, du! Hallo! Ja, ich möchte kaufen, was ist das? Zuckerrohrsamen. Ja, also auf jeden Fall, da möchte ich gerne was kaufen, aber ich habe wahrscheinlich alles wieder voll, ne? Moment, dann würde ich sagen, wir verkaufen erstmal. Verkaufen? Na, was brauche ich denn nicht? Die Karotten, die können weg. Und dann die Erde kann auch weg. Himbeeren habe ich auch genug. Ich glaube, das reicht erstmal. So. Weil ich will auf jeden Fall kaufen. Ich brauche auf jeden Fall Tomatensamen. Die kaufe ich mal. So. 100 und Zuckerrohrsamen. Ah, ich habe es mir gedacht. Kriege ich vielleicht 50? Ob 50 drin sind? Ja. So ein Mais kriege ich wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja, ist klar. Okay, gut. Wunderbar. Oh, klasse. Ein neuer Verkaufsstand. Was ist das hier? Ruinen? Aha. Und eine Bananenpflanze. Noch eine Bananenpflanze. Und jede Menge Kisten. Wow, alles klar. So, da geht's auch irgendwie nach oben. Wo geht's denn hier hin? Na, okay. Gut, können wir auch alles freimachen. Aber ich würde sagen, wir arbeiten erstmal das ab, was wir haben. Ne? Sonst werde ich mich sowieso nur verheddern in den ganzen Aufgaben. Ist ja jetzt schon ein bisschen Chaos bei mir, ne? Windig. So. Aber erstmal die Wiese frei hier unten. So, jawohl. Erstmal ein paar Steine. So. Und da ist auch noch was vergraben. Ich brauche Taschen, Plätze. Ah, ihr lieben Karotten. Du meine Güte, 800 Karotten. Ah, 44 Münzen das Stück. Ha. Onkel Dagobert, was sagst du dazu? Super, ich habe nur mit einem Kreuz angefangen. Ja, okay. Oh, Junge, heute ist es aber schön. Auf jeden Fall, Micky, auf jeden Fall. Und es wird noch immer schöner. So, hier sind die ganzen Blümchen drin. Die müssen hier erstmal rein. So, dann haben wir das. Hier ist alles voll, soweit ich sehe. Du meine Güte. Das ist was ganz Neues. Dann nehme ich einmal Erde raus. So. Dann hätten wir das hier. Was haben wir noch? Hier was Kleines. Eine Scherbe. Stein. So. Dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal alles so ein bisschen freier. Hier kann das Oregano noch rein. So. Banane geht auch noch. Super. Super, super, super. Okay, hier ist auch noch fruchtbare Erde. Die nehme ich einfach mal raus. Ne? So, und da setze ich nochmal Karottensamen mit rein. So. Alles voll. Alles voll. Okay, alles klar. So. Aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Rucksack verfügbar. Und vor allen Dingen jetzt die Kleidungsbeutel. Da bin ich gespannt, was ist drin. Eine hellbraune Chino-Shorts. Ich kenne nur Kappa. Chino oder Cappuccino. Aber Shorts-Chino? Unordentlicher, lockerer Dutt. Ah, schön. Falls ich mal meine Frisur ändern möchte. Ja, okay, gut. So. Ganz schnell zurück. Ach, warum laufe ich denn? Bin ich irre? So, ich kann doch hier mich hinzaubern. Haha. Super, so, noch eine blaue Kiste. Hallo, Kaninchen. Oh, 50 Mondstein. Sehr gut.
Hallo. Na? So, hier ist auch wieder ein bisschen was aufzuräumen. Oh, die Blume. Bitteschön. So. Das müsste, glaube ich, auch alles weg erstmal. Na. Nochmal Kleidung. Jawohl. Was soll das sein? Die Wiese ist ein schöner und friedlicher Ort mit sanftem Gras und einer angenehmen Brise. Perfekt für ein Picknick oder einen Spaziergang. Auf jeden Fall. So, die Wiese, da wollte ich ja auf jeden Fall auch was bauen. Das ist ja unsere Aufgabe, 10 Möbelstücke aufzubauen. Aber ich würde so eine Art Park gerne anlegen. So. Erstmal ausgraben. Jawohl. Lalala, lalala. Herrlich. So, ja, das können wir alles neu gestalten hier. So. Bin gespannt, was das da hinten ist. Ich schätze mal, es ist ein Rezept, aber ich bin mir nicht so 100% sicher. Das werden wir jetzt rausfinden. So. Ein Rezept. Jawohl. Da bin ich gespannt. Gemüsepastete. Lecker. So. Ein Blümchen. Nehme ich alle mit. So. Ach, schön. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Da vorne ist alles aufgeräumt. Vielleicht kriegen wir noch die Kiste mit. Okay. Alle Belohnungen eingesammelt. Morgen ist auch noch ein Tag. Kein Problem. So, dann sieht das doch schon mal sehr ordentlich aus. So. Oh, hier wieder ein Rezept. Hör auf. Wow. Ja, tatsächlich. Kartoffelsuppe mit Lauch. Lecker. So, Kleidungsbeutel nehme ich auch. Rote Röhrenjeans. Ah, okay. Es ist jetzt nicht so wirklich für mich was dabei. Röcke und Capo oder Chio-Hosen. Chino-Hosen. Weiß ich nicht. Stehen mir nicht, glaube ich. So. Hier. Glitzert auch noch was. So, vielleicht können wir auch so einen kleinen Wald machen. Ähnlich unserer Baumschule, dass das nicht so ganz so verstreut ist hier überall. So. Das wäre doch sinnvoll. Und die Wege hier, die sind auch ja, irgendwie komisch angelegt. Wir schauen einfach mal. Machen wir erstmal die untere Wiese jetzt hier. Ein bisschen schöner. Ist nur die Frage, sammle ich erstmal alles ein und platziere es dann? Oder wie mache ich das? Also die ja, Weiche, die kann ich ja nicht ändern. Ich kann nur das, was drumherum ist hier, so ein bisschen das Grün, ein bisschen ändern. So, dass wir vielleicht die Teiche einmal erstmal mit Wegen versehen. Finde ich eigentlich ganz schön. So. Haben wir von dem Weg ein bisschen was da? Nein. Okay, gut. Dann nehme ich den hier erstmal weg. So. So. Und wir schauen mal, ob wir einen Weg haben, den wir komplett auflösen. Hier hinten der zum Beispiel. Könnte weg. Dann lassen wir das hier so ein bisschen Natur belassen. Weil ja auch der Strand unten da ist und finde ich das ohne Weg eigentlich schöner. So. Den nehme ich komplett weg. So. Das sieht doch gut aus.
So. Erstmal weggenommen. Oh, das ist schön, wie das hier schwebt. Cool. Dann haben wir hier diesen Stein. Den hätte ich gerne etwas zentraler. Den Stein der Freundschaft. Das könnten wir hier so ein bisschen zentral im Park platzieren. Zwischen den Teichen. Das fände ich eigentlich ganz schön. So. Und dann haben wir noch diesen naturbelassenen Hauptteich. Okay. So. Goofys Zaun müsste ich auch reparieren. So. Das müssen wir wahrscheinlich auch herstellen. So, der Weg passt ja nur gar nicht, ne? Irgendwie. So. Der kommt erstmal weg. So. Und so. Dann nehme ich den komplett weg. Dann haben wir hier diese Riesensteine. Die würde ich gerne hier mit an den Teich irgendwie setzen. Das sieht eigentlich ganz cool aus, wenn das so umringt ist von Felsen. Ja? Der Felsteich sozusagen. Herrlich, herrlich, herrlich. So ein paar kleine Felsen auch noch dazu. Vielleicht hier so an den Rand, dass sie nicht so wirklich stören. Noch ein bisschen Bepflanzung hier hin. So. Auch hier den Stein ein bisschen so rangesetzt, ne? Das sieht cool aus. Das finde ich cool. So. Dann Weg. Hier oben ist ja gar nichts, ne? Also wenn wir Weg machen, dann nur hier, vielleicht hier so ein bisschen runter. Aber hier alles komplett naturbelassen. Vielleicht mit dem Wald dann. Der, ja, Bergteich mit Wald, sozusagen. Ah, das ist schon cool. So. Die Büche setze ich auch mal hier hin. Auch das sieht ein bisschen sehr gleichförmig aus. Dann lieber so. So. Das ist okay. Das ist auch okay. Das könnte noch ein bisschen näher hier ran. So. Schön. Schön, schön, schön. Okay, so jetzt die Bäume. Die würde ich jetzt hier in den Bereich gerne als Wald anlegen, so ein bisschen. So. Den kleinen vielleicht hier so an den Rand. Die größeren Bäume dann hier. So. Der gefällt mir noch nicht so wirklich. Das sieht irgendwie so schön aus. So. Dann haben wir hier noch einen Baum. So. Lalala. So. Ja, ist schon ein bisschen Wald, ne? Ist schon ein bisschen waldähnlich. So. Ja, so. Sieht das doch schon mal ganz gut aus. So. Hier nochmal Fels. Der kann vielleicht auch mal hier an den Rand irgendwo. Da stört noch was. Was stört denn da? Irgendwas wächst da. So, hier nochmal Stein. Hier mit rein. So. Gut, 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 gut. Büsche mal auf Seite. So, ja, diese beiden Teiche, die würde ich jetzt gerne umfassen mit Wegen. Ist nur die Frage, wie machen wir das? Wie machen wir das? Das packe ich mal hier hin. So. Vielleicht machen wir so eine Art Park, ne? Also hier rum. So. Dann hier und da. So. So, das muss irgendwie weg. Das stört gerade.
So. Das sieht doch schon mal viel, viel besser aus, finde ich. Dann das geht ein bisschen unter, vielleicht hier hin. Ja. Das sieht gut aus. So, jetzt noch eine Parkbank hier hin, dass man sich das Teil auch anschauen kann. Ja. Vielleicht so. Und hier eine Bank für den Teich. So. Mit Lunchbox natürlich. Sieht eigentlich okay aus. So, hier ist ein Steinkreis. Würde ich auch auflösen. Pack die mal hier als Deko mit rein. So. Falls sie gleich stören, kann ich sie immer noch abbauen. Ne? So, vielleicht noch ein bisschen Buschwerk hier hin. So, die Fässer sehen eigentlich hier beim Haus ganz gut aus. So. Und vielleicht ändern wir auch die Umzäunung noch ein bisschen. Ja. Goofys Laden stört mich jetzt an der Stelle ein bisschen. Ich würde den vielleicht hier hinsetzen. Ja. Dann haben wir hier nochmal zentral einen Verkaufsstand. So, Schild hier hin. So. Ah, das wird doch, das wird. Ja, es ist die Frage, was bauen wir für Möbel auf? Dann im Park. So, vielleicht hier erstmal ein bisschen Beleuchtung. So. Vielleicht hier hin. So. So. Es ist die Frage, wo nehme ich jetzt den Weg erstmal her? Ich nehme das hier mal weg. Hier wieder zwei Fässer. Oder hinter den Shop ein bisschen. Ah, gut. Auch gute Idee. Das sieht auch sehr gut aus. So, vielleicht die anderen auch noch dazu. So. Oh ja, das sieht gut aus. Wie so ein Lager, ne? So. So. Ja, das sieht sehr schön aus, finde ich. So, dann haben wir hier die Bäumchen. Ein paar Bäumchen sollten wir ja auch noch behalten hier, aber nicht mehr ganz so viele. So, Straßenlaterne. Vielleicht hier an die Bank dran. So, an die Bank natürlich auch. So, und dann den Weg hier abgebaut. Da war ja mal Merlins Haus, das ist ja nicht mehr da. So. Das nehme ich komplett weg. So, und jetzt kommt hier natürlich der Weg von der oberen Ebene runter. Hier sieht man ihn nur nicht. So. Dann bereite ich ihn mal nach da. So. So. Das kommt weg. So, wunderbar. Ja, so gefällt es mir schon viel, viel besser. Das sieht doch schon nach Park aus, ne? So ein bisschen. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz hier das eine Teil da rausrupfen. Ja. Ja. Parkatmosphäre. Super. Hallo, alle Lieben! Hallo! Ja, hallo! So. Ja, Mickey und Goofy sind schon fleißig dabei. Denen scheint der neue Park zu gefallen. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. So, Onkel Dagobert ist fertig. Welcher Glück! Was für eine hübsche Wiese! Aber du darfst es nicht dabei belassen, Adeline. Wenn du weitere Möbel baust oder sie von mir zu einem vernünftigen Preis kaufst,
wirst du diese Wiese erstrahlen lassen wie das Gold in meinem Geldspeicher. Ja, Wiederaufbau des Tals, die friedliche Welt. Donnerwetter, sieh nur, was ich hier für tolle Sachen habe. Ja, die friedliche Wiese ist wieder vollständig, wollte ich sagen. Wie schön. Herrlich. So. Haben wir ganz kurz den Weg hier gefixt. So. Herrlich. Ja, gefällt mir richtig gut. So, hier könnte man auch noch einen Baum reinsetzen. Ja, so ein bisschen Sträucher. So. So. Hier den Baum noch ein bisschen in die Nähe des Weges. So, hier ist viel zu viel Grün. Das ist hier irgendwie besser hin, glaube ich. Ja, vielleicht so. Das ist mir ein bisschen zu ordentlich hier. So. Hier könnten wir auch noch einen Weg lang bauen. Ja. Oder ich zentralisiere ein bisschen den Brunnen. Kann natürlich auch sein. So. So. Moment. Komm, Brunnen. So. Ja, vielleicht. Ja. So. So sieht es eigentlich ganz schön aus, ne? Ja, richtig Parkatmosphäre. So, hier ist noch ein Baum. Den können wir noch so ein bisschen nach vorne holen. Den auch. So, und den auch. Dann haben wir hier auch ein bisschen Wald. Ja, die untere Wiese sieht gut aus, finde ich. Super, alles klar. So, wo waren wir? Ich sollte ja noch ein bisschen hier Blumen pflücken. Und hier dieses muss auch noch gemacht werden. Ach ja, Mist. Wir sind noch nicht fertig, aber wir wollen ja auch noch ein bisschen was anderes machen. Dann würde ich sagen, rupfe ich jetzt erstmal die ganzen Karotten raus. Und dann, ja, sehen wir uns dann gleich in der nächsten Folge wieder. Haben wir schon ein bisschen was abgedatet. Jetzt brauchen wir erstmal Geld. So. Dann war es das für diese Folge. Ich darf mich ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen und sage bis gleich zur großen Karottenernte. Also, bis gleich, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.